so dass wir halt jetzt gesagt haben, wir gucken uns heute mal so ein bisschen das Thema der Hypermobilität an. Und das ist ja wirklich so, dass die Faszien quasi wie so ein Wurfzelt bilden im Körper. Also das Pferd hängt quasi in seinem Körper, das Skelett hängt und ist nicht irgendwie aufgestellt auf dem Boden. Dann hätten wir viel zu viel Druck und Verschleiß in dem ganzen Mechanismus, sondern das ist alles so schön aufgehangen, so ein bisschen ähnlich wie bei einer Marionette, die gehalten wird, sodass halt immer auch schön Platz zwischen den Gelenken ist. Das heißt, dieses Thema Faszien müssen wir natürlich bei Hypermobilität mit beachten, denn je besser die Faszien, je gleichmäßiger die Faszienspannung ist, desto gleichmäßiger ist dieses Pferd aufgehangen und desto weniger haben wir irgendwo ein Durchtreten, ne? Also dieses Thema Durchtrittigkeit wieder. Wenn wir jetzt eine übermäßige Belastung irgendwo in einem Fasziengewebe haben, dann wird dort Fibrin oder Fibrinogen eingelagert, eingeschwemmt, was dann zu so Verklebungen im Gewebe führen kann. Und wenn es verklebt ist, kann es nicht mehr frei gleiten. Wenn es nicht mehr frei gleiten kann, kommt es an bestimmten Stellen zu mehr Spannung und dafür an anderen Stellen aber zu einem, ich sag mal, Durchhängen. Dann haben wir da zu wenig Spannung. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, ne? Dass man immer, wenn man so, ja, das tensegrale Modell sich vielleicht vorstellt, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das sind so Stäbe, die mit Gummibändern aufgehangen sind. Das ist wie so ein, Würfel oder wie so ein Ball. Wenn ich da Druck drauf gebe, speichert er die Energie, gibt sie weiter, verändert seine Struktur und sobald ich loslasse, geht er wieder in diesen Urzustand zurück. Würde ich jetzt irgendwo in eins von diesen elastischen Seilen einen Knoten reinpacken, dann hätte ich an bestimmten Stellen viel mehr Spannung und an anderen Stellen eben viel weniger Spannung. Und das könnte mir eine Hypermobilität, um es aufs Pferd jetzt wieder zu übersetzen, in bestimmten Bereichen machen und dafür eine deutliche Festigkeit in anderen Bereichen, also eine Überspannung in anderen Bereichen. Also eine Hypomobilität, nämlich eine zu wenig Beweglichkeit. Thema Zucht vielleicht, kommen dann über die Zucht zur Trächtigkeit, dann kommen wir zu Erkrankungen, wo das eine Rolle spielt, wo man vielleicht trainingstechnisch oder fütterungstechnisch nicht mehr so viel machen kann, einfach weil es eine grundlegende Erkrankung ist. Und dann gucken wir zum Schluss, was wir denn machen können, weil dafür sind wir, glaube ich, alle hier, damit wir dann hinterher auch ein bisschen eine Idee haben, wenn es denn schon so ist, was kann ich denn tun? Und beim Thema Zucht ist es ja so, dass man sagen muss, heute vor allen Dingen eben die klassische Dressurpferdezucht, das ist halt das, was jetzt das Problem macht oder machen könnte. Denn diese extravaganten Bewegungen, ne, also extrovertierten Bewegungen, auch ausladenden Bewegungen, die kommen dadurch, dass man zum Beispiel die Fesselbeine etwas länger züchtet. Ne? Man hat langbeinige Pferde mit einem eher weichen Bindegewebe und mit einem langen Fesselbein. Und das lange Fesselbein macht halt einen relativ langen Hebel für das Fesselgelenk. Das Fesselgelenk wird gehalten vom Fesselträger. Und das sind und von den Beugesehnen, das sind vielleicht Sachen, die man so noch kennt oder die man weiß. Und im Prinzip ist es so, dass die Fesseln immer gleichmäßig einfedern und wieder rausfedern und Stöße eben abfangen. Das sind auch ja Stoßdämpfer. Wir haben mehrere Stoßdämpfer im Pferd, die können wir einmal kurz im Schnelldurchlauf gleich durchgehen. Und immer dann, wenn ein Stoßdämpfer oder mehrere im Pferd nicht funktionieren, dann müssen andere natürlich mehr leisten. Und das ist das, was wir beim Einfesseln sehen. Also das ist schon mal ein Praxistipp. Einfach auch im Schritt schon bei so vielen Pferden wie möglich und in allen anderen Gangarten natürlich auch. Einfach mal gucken im Seitenvergleich und auch im Vorne-Hinten-Vergleich, wie doll fesselt das denn ein? Und da sieht man selbst im Schritt schon bei vielen Pferden, wenn man ganz genau hinguckt, dass nicht jedes Bein gleich weit einfesselt, sondern immer mal eins mehr, eins weniger. Und man kann davon ausgehen, dass die Seite, wo es in dem Moment mehr einfesselt, erstmal die ist, die mehr Last trägt, also wo mehr Last drauf kommt. Oder aber, wo andere Stoßdämpfer fester sind im oberen Bereich und dadurch eben mehr von dieser Bewegungsenergie in der Fessel abgefangen wird. Ja. Und ja, das heißt, in der Zucht, wenn ich jetzt diese Pferde mit diesen Bewegungen
nehme und da immer weiter züchte, dann werde ich auch immer wieder das bekommen, was ich dort sehe. Und das ist halt leider häufig gekoppelt genetisch schon an ein eher schwächeres Bindegewebe. Das muss nicht immer ein Problem sein, das macht nicht sofort krank, aber Verschleiß kann dann eben krank machen. Und es ist meine Verantwortung, dass ich die Stoßdämpfer des Pferdes dann eben alle so funktionsfähig wie möglich halte. Und da fängt es eben bei der Hufbearbeitung schon an. Je besser der Huf in Balance ist, desto besser können die Gelenke oben drüber natürlich ihre Arbeit tun und als Stoßdämpfer wirken. Denn dann habe ich nicht eine einseitige Belastung irgendwo am Fuß, ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel wieder steile Wand, flache Wand. Also auch da immer wieder der Tipp, sich die Füße seines Pferdes mal genauer anzugucken. Und da hat die Kerstin ja so schön schon das Buch hinten eingeblendet bei sich im Hintergrund. Ich glaube, das ist tatsächlich da wirklich bestens für geeignet. Und da stehe ich auch dahinter, das zu sagen, dass ich gut finde, dass es das jetzt gibt, so in der Form, dass man sich da einfach langhangeln kann, weil das ist nun mal die Basis, ne? Also wenn ich schiefe Schuhe anhabe, dann brauche ich jetzt nicht jede Woche zum Physio- und Osteorennen, um immer wieder die gleichen Probleme beheben zu lassen, sondern ich kaufe mir vielleicht erstmal Schuhe, die mir passen. Und zwar, wie gesagt, wir müssen immer gucken, was bricht was, also was bricht welche Bewegungsenergie oder unphysiologischen Energien, die in den Körper eindringen könnten. Und das wäre jetzt zum Beispiel Bodenunebenheiten, die ausgeglichen werden über erstmal den Huf, das Hufgelenk, weil es sich in jede Richtung bewegen kann. Dann haben wir noch einen Stoßdämpfer, das ist das Krongelenk, was bei vielen sehr schweren Pferden oder Pferden mit kurzem Fesselbein schon sehr fest ist von vornherein oder relativ schnell fest wird und dann nicht mehr gut stoßdämpfend wirken kann. Dadurch kriegt das Hufgelenk wieder mehr Stress, ne, weil es da seine die Energie nicht direkt ans Krongelenk weiterleiten kann, weil da nicht mehr viel Bewegung drin ist. Und das könnte wieder zu einem schnelleren und höheren Verschleiß im Hufgelenk führen. Und natürlich auch nach oben fürs Fesselgelenk. Das Fesselgelenk ist dann für uns Stoßdämpfer in Form von eben diesem Einfedern und wieder raus. Also das ist eigentlich so ein Automatismus, gehört mit zum ökonomischen Fortbewegen des Pferdes, also relativ arm an Energieverschwendung, also Muskelkontraktion, dass die einfach nicht so, so viel Energie zieht. Da haben wir eben das Fesselgelenk als Umlenkrolle auch. Sonst könnten wir, wenn wir nämlich versuchen würden, auf unserem Mittelfinger oder auf der Mittelzehenspitze zu stehen oder auf dem Mittelfinger auf der Spitze zu stehen, würden wir merken, okay, da fehlt uns irgendwie eine Umlenkrolle, um dass wir das können, ohne dass es weh tut. Und das ist eben die Fessel. Die Frage ist immer, und das ist zum Beispiel tatsächlich für das Thema Hypermobilität gilt das für alle Pferde, warum reiten wir unsere Pferde heute so, wie wir sie reiten? Warum müssen die immer weicher und elastischer werden, wenn es doch dann die Stabilität beeinträchtigt? Also das ist halt immer die Frage, weil wenn wir uns angucken, Robustpferderassen sind in der Regel auch Rassen, die sehr in sich stabil sind. Die sind häufig ein bisschen fester, haben kurzen Rücken, sind so ein bisschen, ne, die sind, machen nicht so tolle, elastische, spektakuläre Bewegungen, sind aber in der Regel langlebiger und mit denen kann öfter auch mal ja, die können häufig doch ein bisschen mehr auch überbelastet werden, ohne dass da direkt irgendwie was passiert. Dass die Stabilität einfach eine große Rolle spielt für die Gesundheit des Pferdes, weil es vielen Leuten ja auch einfach aus Unwissenheit oder aus, ja doch in der Regel aus Unwissenheit passiert, dass sie ihre Pferde fehlbelasten und das noch nicht mal absichtlich tun. Also das muss ja noch nicht mal Richtung Schulbetrieb oder Kutschfahrt, also ne, Schulbetrieb wird ja gerne immer mal sehr negativ gesehen oder Kutschfahrten irgendwie im touristischen Bereich oder sowas. Das hat ja damit irgendwie nichts unbedingt zu tun, ne? Aber es ging halt nur darum, dass man es daran gut erkennen kann, dass eben diese Stabilität im Körper einfach für die Gesundheit was ausmacht. Aber das ist gut, dass du es nochmal sagst. Natürlich ist es nicht in Ordnung, Pferde über die Grenzen zu belasten. Gut, ja, wie gesagt, beim Tinker ist es halt tatsächlich so, eben ähnlich wie bei anderen Rassen, wie beim Friesen und so, dass dann auch wieder mehr auf optische Merkmale Wert gelegt wurde und das Bindegewebe da jetzt nicht so eine Rolle spielte. Da ist es halt tatsächlich so, dass diese Pferde häufig eine krankhafte Hypermobilität haben oder eine Bindegewebsschwäche. Also, ne, man sieht ja alleine schon daran, dass es die in so vielen unterschiedlichen Ausprägungen gibt und dieses viele Fell, das ist halt auch sowas, also der Behang.
Das spielt auch eine Rolle. Ne? Häufig neigen solche Pferde ja auch zu Stoffwechselproblematiken. Und es ist ja eigentlich nicht physiologisch, dass ein Pferd so viel Behang hat. Wir kommen aber nachher nochmal zu eben, wie gesagt, was man machen kann, weil jetzt kann man natürlich nicht sagen, naja, gut, Mist, jetzt habe ich einen Tinker. Das ist natürlich blöd. Jetzt ist der vielleicht hypermobil oder hat eine Bindegewebsschwäche. Was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich will das ja auch nicht so negativ sehen. Ich wollte einem ein Beispiel des Isländers eben sagen, dass es auch Gründe dafür geben kann. Und dass es dann nicht hypermobil ist, sondern einfach mehr mobil als andere. Ne? Dass man einfach diese Begrifflichkeit noch ein bisschen mehr differenziert. Wie gesagt, wollte ich noch einmal kurz auf diese Trainingsgeschichten eingehen und überhaupt auf das Training insgesamt. Warum müssen Pferde immer mobiler werden? Warum müssen die sich übermäßig biegen und stellen und wie auch immer? Das ist halt häufig falsch verstanden, wie viel Mobilität in so ein Pferd überhaupt reingehört und dass man überlegt, wofür will ich es denn haben? Und da kann man vielleicht das Beispiel auch noch mal nennen, was diese Tragkraftgeschichten angeht. Häufig ist ja so, dass wenn man ein Reiter ist, der vielleicht selber auch nicht so ganz schmal ist, sich gerne mal so einen Kaltbluttyp-Pferd kauft. Und diese Kaltbluttypen haben häufig eben einen Muskelfasertyp oder haben eigentlich immer einen Muskelfasertyp, der ein Krafttyp ist. Das heißt, die sind für kurzzeitige starke Leistungen gemacht, haben eine hohe Stoffwechselrate. Deswegen gibt es ja auch bei den Kaltblütern eben häufiger oder überhaupt bei muskulösen Pferden, die eben starken Muskelbäuchen neigen, eher diese Feiertagskrankheit wie im Kreuzverschlag. Und Vollblüter, die haben einen stärkeren sehnigen Anteil in der Muskulatur. Und Sehnen sind passiv, also sind ja eine passive Struktur, die kontrahieren ja nicht selber. Je besser etwas sehnig durch oder je stärker etwas sehnig durchsetzt ist an Muskel, desto eher ist es ein Haltemuskel. Jetzt ist der Longissimus, also der lange Rückenmuskel, beim Vollblut viel stärker sehnig durchsetzt als beim Kaltblut, würde bedeuten, dass per se, also einfach ohne Training, ohne alles, erstmal ein Vollblut eher in der Lage ist, Gewicht zu tragen als ein Kaltblut. Das muss man natürlich immer ins Verhältnis setzen. Größe, Länge des Rückens und Training und was ist Reiten überhaupt? Wie lange sitze ich denn überhaupt dabei drauf? Was verlange ich vom Pferd? Aber ich finde, das sind Eckpunkte, die man immer wieder auch mal sich vor Augen rufen muss und dann überlegen muss, wie kann ich damit umgehen? Und das spiegelt sich ja dann auch im Bindegewebe wieder, ne? Weil eben diese Überlastung, dieser Stress, zellulärer Stress, Überlastungsstress auch zu einem schwächeren Bindegewebe und damit zu mehr Hypermobilität führen kann. Das ist leider so, dass ja viele durchtrittige Pferde, ne, durchtrittige Stuten aus dem Reitsport rausnehmen oder aus der Reiterei rausnehmen und dann sagen, naja, mit der kann man ja noch züchten. Ja, aber dann habe ich doch schon, also ich meine, natürlich kann die auch wegen einer dauerhaften Überlastung durchtrittig geworden sein. Aber sorry, wenn das ein Pferd mit 8, 9 Jahren ist, was da durchtrittig da steht und vorher schon, weil ich gefesselt war, dann brauche ich jetzt nicht meinen, dass die übermäßige Leistung das jetzt alleine verursacht hat und die mit Sicherheit super tolles Bindegewebe weiter vererbt. Ne? Also, um das mal so ein bisschen auf die Spitze zu bringen. Da kann man bei jeder Rasse dann einfach drauf achten und das verbessern. Bekannte Erkrankungen, die das Bindegewebe betreffen und die dann aber auch irreversibel sind, ist zum Beispiel das WFFS, das wäre Warmblood-Fragile-Foal-Syndrom, wo die Warmblutfohlen eben schon, ja, super durchtrittig bis, also entweder sind die dann überkötet oder sie laufen eigentlich komplett auf der Röhre eher schon fast, ne, oder auf dem Fesselbein, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Bei manchen Fohlen verwächst sich das wieder, also dann, wenn man die auf harten Boden bringt oder mit so einem speziellen Fohlenschuh ausstattet, kann sich das auch wieder stabilisieren, aber meistens haben diese Fohlen, die das hatten, im Laufe ihres Lebens immer ein bisschen schwächeres Bindegewebe. No. Dann ist DSLD, also die degenerative Suspensory Ligament Disease, also eine chronische Fesselträgerentzündung, auch etwas, was sich aufs Bindegewebe auswirkt, was das ganze Bindegewebe und natürlich vor allen Dingen den Fesselträger schwächt. Das sind auch Pferde, die immer durchtrittiger werden im Laufe der Zeit, die aber auch dabei lahm sind, die Schmerzen haben, wo die Ödeme an den Beinen noch zusätzlich haben und man sich das nicht so ganz erklären kann, wo das herkommt. Das wäre auch eine Erkrankung, die einfach degenerativ ist. Da kann man jetzt nicht unbedingt, die heilt man nicht mehr, die kann man höchstens ein bisschen unterstützen.
Genau, und das sind eben meistens solche Erkrankungen, Gendefekte, die dann abzugrenzen sind von dem, was man eben gemeinhin so als Hypermobilität bezeichnet. Futter für Bindegewebe, Kollagen hatte ich vorhin schon einmal genannt, weil das ist ja zum einen etwas, was der Körper sowieso schon inne hat, aber was man auch zufüttern könnte oder was man als Mensch ja auch oral einnehmen kann. Bei Cremes ist man mittlerweile so, dass die eigentlich die Hautbarriere nicht so durchdringen können, dass da jetzt genügend Kollagen im Organismus ankommen würde. Es spielt beim Pferd jetzt auch nicht so eine Riesenrolle, aber auch oral muss man einfach schauen, was für Kollagenverbindungen das sind, weil häufig wird das Kollagen, was man als Zusatzfutter oder als für sich selber auch als Kapsel oder als Pulver kaufen kann, sind so Schlachtabfälle und die sind zum Teil stark verunreinigt und schaden dem Körper eigentlich mehr, als dass sie ihm helfen. Von daher muss man da einfach noch mal genau hingucken. Ich will da jetzt einfach nicht zu tief drauf eingehen, weil Ernährungsberatung jetzt nicht mein Steckenpferd ist. Will das aber einfach nur dazu sagen, dass jetzt nicht jeder, der hier zuhört, sagt, naja, mein Pferd könnte bestimmt mal ein bisschen Kollagen gebrauchen. Ich mache einfach mal, kann ja nichts schaden, sondern dass man einfach genau hinguckt oder sich im Zweifelsfall gut beraten lässt. Dann sind Chondroitin und Glucosamin noch Sachen, die meistens in so einer Kombination gefüttert werden. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Futter für Bänder, Sehnen, Gelenke, gibt es ja diese Kombis gerne mal. Ob die jetzt bei den Sehnen und in den Gelenken so doll ankommen, weiß man nicht so, aber im Bindegewebe tatsächlich wahrscheinlich schneller, weil das Bindegewebe befindet sich einfach überall und ist auch besser durchblutet als so eine Sehne jetzt zum Beispiel. Und da hätte man eben diese Kombiprodukte häufig mit Kollagen, Chondroitin und Glucosamin. Chondroitin ist auch ein Bestandteil vom Knorpelgewebe, würde den stärken und festigen. Und Glucosamin ist und damit eben auch wieder Wasser speichern. Und Glucosamin ist auch für den Knorpelaufbau entzündungshemmend und schmerzlindernd, was einem in der Regeneration oder in der Reha, in dem Aufbau bei einem bindegewebsschwachen Pferd helfen könnte. Da muss man aber ein bisschen aufpassen bei Pferden mit Stoffwechselerkrankungen. Und wir haben ja schon gehört, das hängt alles so gut zusammen, ne? Weil schwaches Bindegewebe sorgt häufig dafür, dass Muskeln das ausgleichen müssen, was das Bindegewebe nicht mehr hält. Und das wäre nämlich so, ne? Wenn irgendwo was zu weich ist, muss es woanders zu fest werden, weil sonst würde das Ganze kollabieren, dann würde das ganze System nicht mehr funktionieren und das Skelett fällt in sich zusammen. Dementsprechend arbeiten die Muskeln dann in der Regel an bestimmten Stellen mehr, sind verhärtet, haben einen höheren Tonus. Je höher der Tonus der Muskulatur, desto schlechter die Durchblutung. Und je schlechter die Durchblutung ist, desto schlechter ist natürlich der gesamte Stoffwechsel. Ne? Und das muss man einfach auch, also so Pferde mit schwachem Bindegewebe, die dann einen Hypertonus der Muskulatur bekommen, können mitunter auch im Laufe der Zeit auch andere Erkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel Hauterkrankungen, mal eine Rehe, was dann gerne auch als Belastungsrehe gesehen wird oder halt auch als Futterrehe, aber das, ne, was halt auch einfach durch diesen gesamten Stoffwechselprozess eben ausgelöst sein kann. Und Glucosamin hat eine Auswirkung auf den Insulinspiegel. Deswegen einfach so ein bisschen Vorsicht, habe ich ein Rehepferd, gerne mit einem Ernährungsberater oder mit einem Tierarzt besprechen, ob es Sinn macht, so eine Kombipräparat mit Glucosamin zu füttern, ob ich das mal eben so machen sollte. Das nur als kleiner Warnhinweis.